Die Veitscher Brunnalm startet nach Millioneninvestition in die neue Skisaison. 2017 Projektstart, 5 Jahre planen und verhandeln, 2022 Baubeginn und nun nach einer Bauzeit von 8 Monaten und 26 Tagen war es endlich soweit. Stolze 6,4 Millionen Euro fließen in den kompletten Ausbau der Brunnalm. Am Samstag konnte Bürgermeister Jochen Janze gemeinsam mit der Geschäftsführerin Bianca de Silva zur Eröffnung der neuen Brunnalm laden. Bianca de Silva, Geschäftsführerin hier, Brunnalm Hohe Veitsch, ein besonderer Tag für dich. Absolut, sehr aufregend, sehr emotional, muss man wirklich sagen. Wir sind auch froh, dass wir die Skipisten noch rechtzeitig präparieren konnten und auch die Skisaison so eröffnen konnten. Aber vor allem können wir jetzt das Gebäude eröffnen, das Brunnalm-Zentrum. Wir haben es geschafft, die Gams ist eröffnet und wir sind sehr froh, dass so viele zahlreiche Gäste erschienen sind. Wie waren die letzten Wochen für dich? Ja, es war doch etwas anstrengend. Wir haben sehr viele Nächte hier verbracht. Wir haben ordentlich gearbeitet, um die Eröffnung überhaupt zu ermöglichen. Aber der Dank geht wirklich an alle Mitarbeiter, an alle Kollegen, an alle Bauarbeiter, an alle Handwerker, die hier Tag und Nacht durchgearbeitet haben, um heute wirklich das Gebäude eröffnen zu können. Heute ein besonderer Tag für dich. Brunnalm Eröffnung hier bei Schnee und tollem Wetter. Es ist ein besonderer, freudiger Tag heute mit dem Ski-Opening und dem Eröffnungsfest vom Brunnalm-Zentrum. Wir haben jetzt 6 Jahre Planungszeit, Verhandlungszeit und kurze Bauphase hinter uns und endlich können wir in den Jahrestourismusbetrieb auf der Brunnalm Hohen Veitsch gehen mit einem tollen Gebäude, mit toller Infrastruktur. Wir haben die Beschneiung ausgebaut, wir haben Pisten erweitert, wir haben das Brunnalm-Zentrum errichtet, jetzt haben wir wieder eine gescheite Infrastruktur auf der Brunnalm und im Frühjahr kommt noch ein tolles Kinderland und dann sind wir ganz Jahres Tourismusbetrieb und das macht uns natürlich sehr stolz. Das Ganze hat ja begonnen im Zeichen der Pandemie noch. Wie war die Bauarbeiten? Wie ist der Baufortschritt gegangen? Haben Sie alle Nerven behalten können, Herr Bürgermeister? Also ich habe alle Nerven behalten können. Den Architekten ist, glaube ich, hier und da durchgegangen. Es war nicht einfach, aber auch ein großer Danke an den Architekten und aber auch an die ganzen Firmen, weil wir haben am 21. März diesen Jahres mit dem Bagger die Baugruppe ausgekommen und sind jetzt am 17. Dezember fertig, in 8 Monaten das Gebäude hinstellen. Also die Firmen haben Gas gegeben, der Architekt hat Gas gegeben und wir haben eigentlich von dieser Energiekrise oder von den Lieferschwierigkeiten Gott sei Dank nichts mitgekriegt. Und sind Sie im Plan geblieben mit dem Budget? Ja, wir haben eine ganz genaue Punktlandung geschafft mit 3,3 Millionen Euro beim Brunnalm-Zentrum inklusive Honorarnoten der ganzen Ziviltechniker und Architekten. Und das ist natürlich in Zeiten wie diesen ein Traum. Schon sollen Sie bleiben. Und das nicht nur zur Sommerzeit. Heute hier auf der Veitsch Snow Opening bei einem neuen Projekt. Was sagen Sie dazu? Ja, das war ein wichtiger Schritt, den hier die Gemeinde gemacht hat, gemeinsam mit dem Land Steiermark die Brunnalm auszubauen. Es ist also jetzt für den Winter, glaube ich, bestens gerüstet. Es wird ja dann auch im Sommer ausgebaut, dass man eine Ganzjahresdestination hat. Viel Geld in die Hand genommen, aber es wird sich auszahlen. Dieses Skigebiet ist wichtig für das ganze Murztal. Ohne Beitrag des Landes wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Diese Investition insgesamt ist mehr als 6 Millionen Euro. Das kann die Gemeinde hier mit der Brunnalm nicht erheben. Da war die Hilfe des Landes notwendig, aber das ist gut investiertes Geld. Ich glaube, die Idee, dass man hier auch im Sommer was macht und den Sommertourismus belebt, ist eine ganz wichtige für diese Region. Diese Idee finde ich sehr gut. Das ist wichtig, diese Destination hier auf der Brunnalm das ganze Jahr zu bespielen. Das geht dann, wenn man also für den Sommer sich halt etwas einfallen lässt. Vor allem für die Jugend finde ich das sehr gut. Daher wird man auch wirtschaftlich dann besser abschneiden. Also eine insgesamt sehr gute Entscheidung. Das Ski-Opening war ein Tagesprogramm. Der Rotzola mit seiner Sennerin und Begleitung kamen, um sich die neue Gams anzuschauen. Auch der Kasperl schaute vorbei, um die Kinder zu unterhalten. Bestens organisiert von den Kinderfreunden Veitsch. Spezieller Gast heute auf der Brunnalm beim Snow Opening, Hanna. Hanna, was werden wir heute von dir alles hören?
Von mir her hat's volle Power. Es ist ja richtig kalt da oben auf der Brunnalm, aber ich halte es euch so richtig ein. Ich habe alle meine Hits mit dabei und mich freut es, dass ich um 16 Uhr spiele und so viele Kinder da sind, weil meistens spiele ich relativ spät und heute kann ich mit mir mal die ganzen Kinder erleben. Du klingst noch immer sehr tirolerisch. Oder wohnst du jetzt in der Steiermark? Ja, ich bin eine Wahlsteirerin geworden, aber nicht dabei eher so in der Obersteiermark, sondern ich bin in der Südoststeiermark zu Hause. Bei uns ist es ein bisschen wärmer. Okay, dann freuen wir uns heute auf das Konzert Indoor. Genau, jetzt schauen wir, dass wir das eine verlegen und dann geben wir richtig Gas. Eine sehr gelungene Eröffnungsfeier des neuen Brunnalm-Zentrums und ein toller Start in die neue Skisaison. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Mein Bezirk AT. Mediacon und Black Artist Entertainment präsentierten den Gospelchor des King of Pop Michael Jackson bei Wetten, dass, bekannt aus ZDF und ORF. Erleben Sie live 2023 die Golden Voices auf Gospel auf ihrer Europatournee mit neuer Show. Am Samstag, 14. Jänner im Volkshaus Kindberg. Golden Voices auf Gospel, original aus der USA und live in Österreich. Vorverkaufskarten in allen Reiker-Filialen und allen Ö-Ticket-Stellen. Weitere Infos unter www.media-con.at.